Gerade in der Anfangszeit der veganen Rohkost unterschätzen viele Menschen einen Punkt, der wirklich verheerende Folgen haben kann auf ihren Körper bzw. auch auf ihr Leben im Allgemeinen. Und die Rede davon ist zu viel Obst am Anfang der Umstellung. Und in dem Video möchte ich euch einfach mal näher bringen, warum denn es ja nicht vorteilhaft ist, wenn man am Anfang der veganen Rohkost zu viel Obst konsumiert. Ich denke, viele Anfänger unterschätzen die Reinigungsfähigkeit vom Obst. Vor allem das vollreife Obst ist sehr stark reinigend, löst Gifte aus dem Körper, Schleim, Schlacken und so weiter und führt die natürlich auch zu einer gewissen Weise ab. Aber besonders in der Anfangszeit von der Rohkost, wenn man sich noch nicht, den Körper noch nicht vorbereitet hat, entgiftet hat, die Nieren auch etwas ja, zum Filtern gebracht hat und so weiter, also den Körper sozusagen darauf vorbereitet hat, dann kommen halt immer starke Entgiftungserscheinungen zum Vorschein, die sehr viele Leute zum Beispiel unterschätzen. Darunter zählen halt zum Beispiel, dass man sehr stark Gewicht verliert und da meinen viele, man hätte dann Nährstoffmangel oder sonstige irgendwelche Probleme, dem ist halt jetzt nicht der Fall. Die ganzen Muskeln, da wo sich halt das Schleim zum Beispiel abgelagert hat, wenn man sich zum Beispiel nur konventionell ernährt hat, dann besteht der Körper eigentlich nur noch aus, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Müll, was der Körper einfach loswerden möchte. Und wenn man dann sehr viel Obst isst, sehr viel fastet, dann nimmt man einfach, verliert man einfach sehr viel Gewicht, weil die Entgiftung so abrupt und so schnell ist. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, warum zum Beispiel Veganer sehr dünn ausschauen, werde ich euch oben in der Infobeschreibung verlinken. Weitere Entgiftungserscheinungen können dann zum Beispiel sein Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, all solche Sachen, also so übliche Krankheiten, vielleicht auch mal Fieber oder Herzrasen kann da auch mal mit reinspielen, weil einfach die Entgiftung viel zu schnell ist, welches durch das Obst damit ausgelöst wird. Ich kenne auch einige, die es dann zu sehr übertrieben haben mit dem Obst und deshalb ins Krankenhaus gekommen sind. Da habe ich mal ein paar Facebook-Posts zum Beispiel mal gelesen und ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel der Ashton Kutcher, der sich für eine Filmrolle mal vorbereiten wollte und dann hat er 2 Wochen lang war Frutarium und ist halt deshalb wegen diversen Schmerzen zum Beispiel ins Krankenhaus gekommen. Also das ist halt wirklich nicht zu unterschätzen, dass das Obst wirklich sehr stark reinigend ist und da auch Obst ist nicht böse, sondern es, wie gesagt, es reinigt einfach sehr stark den Körper. Man muss halt einfach wissen, was man halt da tut und man soll das halt dann Schritt für Schritt am Anfang halt vorgehen, also am Anfang eher weniger Obst zu sich nehmen und viel mehr Blattgemüse bzw. auch die Übergangskost von Arnold Ehret halt zum Beispiel machen mit zum Beispiel gebackenen Süßkartoffeln und gebackenen Kürbis, um die Entgiftungen halt abzubremsen, um halt den Körper auch langsam auch dran zu gewöhnen, damit halt auch das Ventil, also die Gifte ganz langsam ausgeschieden werden, da man nicht so das Problem halt auch bekommt. Und ja, da sollte man auch schauen bei dem Obst zum Beispiel, dass es auch richtig vollreif und reif ist. Woran erkennst du jetzt vollreifes Obst? Bei uns in Deutschland ist es zum Beispiel eine Herausforderung, wirklich vollreifes und, sagen wir mal, qualitativ hochwertiges Obst zu finden. Weil zum Beispiel in den Supermärkten ist es also, dass da alles steinhart sind. Dann könnt ihr zum Beispiel mal im Sommer die Pfirsiche anschauen. Dann könnt ihr mal auf eine Demonstration gehen und damit irgendwelche Leute zum Beispiel bewerfen. So hart sind die wie Stein. Soll aber jetzt keine Aufforderung sein zu Vandalismus. Und die meisten in unserer Gesellschaft, die wissen halt auch nicht, was wirklich vollreifes Obst ist, weil sie sich an dieses Obst im Supermarkt gewöhnt haben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Cherry Moya. Die sind in der Regel grün, könnt ihr die finden. Und dann, wenn die vollreif werden, dann werden sie so ein bisschen gräulich, also hier ist noch ein bisschen etwas mehr grün, dann wird sie so langsam gräulich und wenn sie so diese gräulichen Ton bekommen hat, dann fängt sie an richtig vollreif zu werden, also meistens sind die Früchte vollreif, wenn sie dann, sagen wir mal, 2-3 Tage noch brauchen, dann werden sie, sagen wir mal, überlagert, dann sind sie nicht mehr so optimal, aber dann sind sie halt schön weich, also ist halt wichtig, schön weich, flüssig auch zum Beispiel, dann sind sie auch richtig schön süß und das kann man zum Beispiel auf jede Frucht dann mit anwenden. Und wenn man zum Beispiel leicht eindrückt, dann sollte die Schale auch ziemlich gut nachgeben beziehungsweise auch dann zum Matsch werden. Das sind dann für mich auch zum Beispiel die optimalen Früchte, die man dann auch zum Beispiel auch schlürfen könnte. Und so sollten dann die Früchte bei euch sein, haben sie die beste Reinigungswirkung und
tun euch einfach eurem Körper auch was Gutes damit. Falls ihr schon einige Probleme bereits habt, wie zum Beispiel starker Gewichtsverlust oder eure Zähne leiden, dann versucht wirklich das Obst zu reduzieren und nutzt mehr Blattgemüse, mehr Wildkräuter, das wirkt wie ein Besen im Darm, bremst die Entgiftung, genauso wie dass ihr zum Beispiel auch die schleimarme bzw. schleimfreie Heilkost damit anwendet und das halt auch über mehrere Jahre hinweg, 2, 3, 4 Jahre und wie gesagt langsam den Obstgehalt steigern, vielleicht auch immer ein bisschen schleimhaltige Sachen wie zum Beispiel Avocados mit einbauen und einfach so ja langsam die Entgiftung voranbringen und dann könnt ihr auch so auch wieder aufbauen, wenn ihr zum Beispiel Probleme habt. Ich habe auch mal ein Video gemacht, wie bei mir die Rohkost sich zum Beispiel das Leben verändert hat. Da war ich auch richtig dünn, weil ich sehr viel gefastet und sehr viel Obst gegessen habe am Anfang. Jetzt habe ich auch schon langsam wieder aufgebaut. Also von dem her, auch wenn schon, wenn ihr zum Beispiel den Fehler ja gemacht habt, kein Problem. Man kann auch das wieder rückgängig machen. Dauert halt nur seine gewisse Zeit. Zum Abschluss von diesem Video nochmal ein bisschen Eigenwerbung von mir. Wenn ihr zum Beispiel Interesse habt an Kurse zur schleimfreien Heilkost bzw. an einem Coaching, das ganze Thema von veganer Rohkost, Fasten und alles Mögliche, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Da werdet ihr zum Beispiel bei meiner Webseite verlinkt, wenn ihr da zum Beispiel Unterstützung braucht. Ich bin gerne für euch da. Und sonst, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, damit ihr über Video benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne auch dieses Video an Freunden zum Beispiel teilen, die sich jetzt zum Beispiel mit der Thematik nicht so auseinandergesetzt haben, beziehungsweise auch schon diese Probleme haben, allgemein auch auf Social Media Plattformen teilen, ist auch alles gerne erwünscht. Auch gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch irgendwelche Tipps habt, welche Erfahrungen ihr schon mal gemacht habt, habt ihr mal zu viel Obst gegessen und so weiter. Lasst uns da gerne mal uns da ein bisschen weiter austauschen. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr mich zum Beispiel für meine Arbeit unterstützt, damit ich weiterhin für euch Videos machen kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.